Nein, weil ich habe meine Oma auch Omama genannt. Ist es für Sie gewöhnungsbedürftig gewesen? Sie sind ja so eine Ikone für wildes, junges Leben gewesen, auch als Sie gar nicht mehr so jung waren. War das für Sie erstmal komisch, festzustellen, ich bin eine Großmutter? Naja, eigentlich hätte ich ja gedacht, dass ich noch jünger Großmutter werde, weil ich habe ja sehr früh angefangen, aber meine Töchter eben später. Und ja, bis es dann endlich soweit war, ja, war ich dann auch im richtigen Großmutteralter. Fragen denn Ihre beiden Töchter und Ihr Sohn, drei Kinder haben Sie, fragen die Sie manchmal, wie das war, als Sie mit 20 heirateten? Interessanterweise interessieren sich die Kinder eigentlich gar nicht für mein Leben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass junge Leute mit sich selbst beschäftigt sind. Bis die anfangen, sich über mein Leben zu interessieren, vergehen noch viele Jahre. Klingt fast schon so, muss man schon tot sein. Ja. Ja? Sagen Sie auch, ja? Ja. Ja. Ja? Ist aber auch gut so, sie sollen ihr eigenes Leben aufbauen. Und das geht nur, wenn man die anderen missachtet. So. Mhm. Aber haben die Erinnerung an das, was Sie denen bieten konnten? Zum Beispiel heißt es, vielleicht dementieren Sie das ja heute Abend, Sie waren durchaus auch mal zum Lunch bei Prinzessin Diana und haben vor allem Albert, Ihren Sohn, da auch mitgenommen, der mit den Prinzenkindern spielt, Entschuldigung. Genau, der sollte mit denen spielen. Und wie das so ist mit Kindern, haben sie sich gegenseitig die Spielsachen weggenommen. Das war natürlich wahnsinnig peinlich. Und dann sehe ich nur, wie der eine Junge will den Laster zurückhaben und der haut ihm den Laster einfach auf den Kopf. Also, es ist dann gut ausgegangen, man hat gelacht, aber war natürlich... Ich glaube, dass Menschen, die uns jetzt zuschauen, erstmal fragen, wie kommt man überhaupt zu Lady Diana zum Lunch? Also was war die Verbindung zu denen? Okay, also verwandtschaftlich gibt es da überhaupt keine Verbindung. Noch nicht. Jetzt ist ja durch meinen Bruder, der hat ja eine Prinzessin Hessen geheiratet und die ist ja nun wirklich ganz nah verwandt mit der englischen Königin. Deshalb schreibt er in der Bildzeitung auch ständig über das englische Königshaus. Ja, ganz genau. Und er weiß ja Bescheid. Also er weiß, ist er da in. Also wir wussten nichts. Und ist auch keine Verwandtschaft da gewesen. Aber der Prinz Charles kam eben mit der Prinzessin Diana nach Deutschland zum Deutschlandbesuch. Da war eben eine Veranstaltung damals im Richard-Wallraff-Museum in Köln. Und da waren wir eingeladen, mein Mann und ich. Und ich ging dahin, waren gar nicht so viele Leute. Und ja, die Diana und ich, wir haben uns sofort verstanden. Und haben dann auch länger geredet und sie hat mich so ausgefragt, wie das so in Deutschland ist. Und dann habe ich sie ausgefragt, wie das so in England ist. Und dann hat sie gesagt, ziemlich spießig und grässlich und ich bin ziemlich eingesperrt. Aber komm mich doch mal besuchen, dann kannst du mir noch mehr erzählen. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht am Ende des Abends. Und wie ich das nächste Mal nach London kam, habe ich da angerufen. Und dann war ich auch zum Essen eingeladen. Und dann habe ich mir gedacht, die Jungs sind gleich alt, nehme ich doch meinen Sohn mit. Das wird doch bestimmt nett. Ja. Und lässt man bei der anrufen oder macht man das selber? Nee, das habe ich schon selber gemacht. Okay. Ich meine, also das klingt märchenhaft, wie überhaupt Ihr Leben wie ein Märchen klingt. Also wenn Sie sich vorstellt, Sie kommen aus einer adligen, aber mittellosen Familie, heiraten mit 20 einen Fürsten, ziehen in ein Schloss ein mit 500 Zimmern, wenn ich mich nicht verzählt habe, Gloria, und haben 75 Bedienstete. Haben sich da manchmal in die Augen gerieben, wie bin ich hier eigentlich reingekommen und wann fliege ich auf als Hochstaplerin? Wann fliege ich hier wieder raus? Wie aus den zahllosen Schulen. Naja. Das war wirklich so? Sind Sie aus Mitteln? Ja. Wegen schlechten Verhalten? Ja, stören. Betriebsstörung. Mhm. Haben Sie einen Abschluss gemacht? Ja, mühsam, aber ich habe es dann doch geschafft. Okay. Also... Jedenfalls, natürlich war das wie ein Traum für mich. Aber ich habe natürlich auch sofort erkannt, dass mein Mann da sehr einsam war. Und ich habe verstanden, dass er eben unbedingt einen Kompagnon gebraucht hat. Und er brauchte natürlich auch einen Erben. Also er musste unbedingt, jetzt mussten Kinder her.
Es war auch dringend nötig, weil es war ja das Schloss, war ja belebt von seinem Vater. Der war ja schon damals sehr alt. Also für mich gefühlte 1000, aber der war also wirklich ein Greis, würde ich sagen. Der Vater von meinem Mann. Und dann habe ich eben gedacht, ja, das stimmt wirklich. Du brauchst tatsächlich Kinder, weil hier muss Leben rein in die Bude. Das hält ja sonst kein Mensch aus. Gesagt, getan. Ich war ja Gott sei Dank noch jung. Schwuppdiwupp habe ich ein Kind nach dem anderen bekommen. Und Gott sei Dank war das dritte eben endlich der heiß ersehnte Sohn. Hätten Sie sonst weitergemacht? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja wie in der Pferdezucht. Ja, daran musste ich auch gerade denken. Das ist wie in der Pferdezucht. Gut, fanden Sie das so mit Ihrer unkonventionellen und, so stelle ich es mir jedenfalls vor, recht wilden Lebenseinstellung, fanden Sie das nicht komisch, dass man so lange Kinder oft in die Welt setzen muss, bis dann Junge dabei ist? Naja gut, also sag mal, aus dem Stall, aus dem ich komme, ist ja auch nicht nur aus traditionellen Gründen, sondern auch religiösen Gründen, war immer so, man heiratet, um Kinder zu kriegen, um Kinder zu haben, man gründet eine Familie. Wem das nicht gelingt, der wird dann ein bisschen bedauert. Sagt man, wir hatten schon Tanten in der Familie, Schwester meiner Mutter, zwei, haben nie geheiratet. Hat man auch nicht groß drüber gesprochen, aber so ein bisschen bedauern. Ja, es hat eben nicht geklappt. Aber sonst, wer eben einen Mann findet, der kriegt viele Kinder womöglich. Und dann ist man eben always happy, weil die Familie ist das Oberste und das Wichtigste. Also wie in Italien. Ja, da bröckelt es aber auch. Und die Italiener haben die letzten 40 Jahre. Italiener haben mit die niedrigste Geburtenrate, ich glaube sogar die niedrigste in ganz Europa inzwischen. Ja, das ist natürlich schrecklich, das können wir alle sehr bedauern und auch dagegen halten. Und Frau Wagenknecht hat ja in ihrem Buch auch gemacht sehr, sehr konkrete Vorschläge, wie man den grässlichen Dingen, die in den letzten 40 Jahren sich so eingeschlichen haben, wie man denen wieder begegnen kann. Sehr interessant muss man übrigens. Wissen, dass Frau Wagenknecht ist ja unter anderem auch hier, um Ihr Buch ein bisschen zu erklären, dass sie das gerade auf den Markt gekommen ist und seit vielen Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten ist. Und Frau, ich weiß nicht, ob Sie es gar nicht wissen, Gloria hat es sehr gelobt, sogar öffentlich. Oh, das freut mich sehr. In der Mittelbayerischen Zeitung, oder? Ja, überall da, wo man mich nach meiner Meinung fragt, da äußere ich sie. Und ich muss sagen, ihr Buch hat mir sehr gut gefallen, weil eben eine wirklich sehr gute Analyse der heutigen Zeit mit Rückblick auf, wie das mal früher war, in the good old days. Und insofern, und auch Vorschläge, wie man da wieder hinkommen könnte. Da gehen meine Meinung und Ihre etwas auseinander bei der Therapie. Aber bei der Diagnose bin ich voll dabei. Darauf müssen wir unbedingt auch zurückkommen. Auch, ich glaube, Sie haben recht unterschiedliche Vorstellungen, was das Erbrecht anbelangt. Aber es ist ein spannendes Thema, das wir auf jeden Fall noch mal vertiefen wollen. Bedauern Sie das, dass es vor 40 Jahren anders war? War es besser? Was war denn besser vor 40 Jahren? Mir ist aber aufgefallen, dass wenn Leute älter werden, dass sie immer sagen, dass es früher besser war. Ja. Also das ist mir schon als Kind aufgefallen. Und deswegen denke ich mir, das genervt. Ist vielleicht... Es hat auch genervt. Es hat genervt, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch in dem Alter und ich sage eindeutig, ja, früher war es besser. Was war denn besser? Wir waren freier. Wir konnten reden, wie uns der Schnabel wächst. Die Leute haben dann vielleicht gesagt, ja, mein Gott, ein bisschen splinig. Aber heute wird man ja sofort, heißt es dann sofort, die stramm konservative, ultrakatholische Rechts... also man wird sofort in so eine Kategorie gepackt, wo man eigentlich dann schon sagt, oh Gott, bin ich jetzt schon ein Paria? Sind die Leute noch lieb zu mir? Oder werde ich jetzt verstoßen? Dieses Gefühl kommt einem ständig, weil heutzutage einfach alles so schnell in so Schub. Ich habe das Gefühl, wir sind gespaltener denn je. Und fühlen Sie sich mit den Attributen, die Sie sich jetzt selber gegeben haben, andere kolportieren, fühlen Sie sich da verzeichnet? Oder absolut Sie, oder verzeichnet, total weg von der Realität. Sind Sie keine ultrakonservative Katholikin? Ich bin katholisch, ja. Ich bin auch katholisch. Aber ultrakonservativ, also bitte. Da lachen ja die Hühner. Aber Gloria, weil Judith und ich versuchen uns gut vorzubereiten auf unsere Gäste. Wenn Sie jetzt sagen, da lachen die Hühner. Sie hat sich auch vorbereitet, siehst du daran, dass sie den Hühner vergleicht. Ah ja, genau, weil Judith ist eine große Hühnerliebhaberin und kann darüber stundenlang reden. Werden wir auch noch in dieser Sendung, okay. Versprochen. Aber Sie geben auch Sachen von sich, wo es sehr schwer ist, auch für mich
nicht zu assoziieren, mindestens eine ultrakonservative Katholikin. Ich kenne mich aus, bin ja selber Katholik. Sie halten, ich lese Ihnen das gerne vor, wenn Sie mögen. Sie halten die Pille für eine Form der Abtreibung. Sie sagen, Kondome nützen gegen AIDS nichts. Sie sagen, die Homo-Ehe ist ein Angriff auf die klassische Familie. Und dann sagen Sie, da soll man nicht draus schließen, dass Sie ultrakonservativ sind? Um es noch vorsichtig auszudrücken. Also natürlich, diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die würden für einen Abend füllen. Da müssten wir nur über die, das kann man nicht so schnell abarbeiten. Aber ich würde sagen, für das edle Prädikat der Ultrakonservativen bin ich noch nicht würdig genug. Würdig oder würdig oder verrannt? Ich bin einfach, dafür bin ich, ich bin viel zu progressiv, wenn es um Kunst geht, um Film, um Musik. Ich bin kulturell absolut progressiv. Wo ich konservativ bin, ist es da, wo es um Familie geht, wo es um die Reproduktion von Menschen geht, wo es um den, sag mal, was bei den Grünen die Pflanze ist, ist für mich der Mensch. Also, wenn es heißt, die Douglasie darf man nicht fördern, weil die Douglasie ein artfremder Baum ist, dann sage ich, okay, Leute, aber dann verstehe ich nicht, warum halb Afghanistan zu uns darf. Weil artfremd für artfremd. Also warum darf die Douglasie bei uns nicht gefördert werden, die besser wächst wie die Kiefer, wie die Fichte, meine ich, weil die Fichte ist ein Flachwurzler, fällt sofort um beim nächsten Sturm. Die Douglasie sieht genauso aus, wächst schneller, hat tiefere Wurzeln und wird nicht bei jedem großen Wind, der kommt, sofort umgeworfen. Nein, da kriegt man keine Förderung. Die Douglasie ist ein artfremder Baum. Das finde ich Quatsch. Sie haben es gerade mit Menschen verglichen. Ja, ich sage, die Douglasie sind demnach die Deutschen und die Afghanen sind irgendwelche Fichten. Nein, ich finde was die Natur, wenn es mir beim Apfelbaum wichtig ist, dass er naturnah gezogen wird, wenn bei jedem Gemüse das Organische, dann muss das auch für den Menschen gelten. Auch der Mensch braucht. Und die Pille ist nicht organisch. Die Pille ist schädlich. Das wird unterdrückt. Darüber wird nicht gesprochen. Aber die Pille ist schädlich. Haben Sie schon mal was von Mischkultur im Gemüsebeet gehört? Natürlich. Wie gut das für die einzelnen Pflanzen ist. Das ist auch im Wald übrigens. Daneben ja, das sitzt, ist aus einer anderen Familie. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich sage einfach, das, was für die Natur gilt, das muss auch für den Menschen gelten. Also wenn wir auf die Natur und wenn wir auf die Nachhaltigkeit und das Naturnahe achten bei Pflanzen, bei Tieren, dann ist es nur konsequent, dass wir das bei Menschen auch tun. Das ist nicht konservativ. Das kann man natürlich, wenn plötzlich konservativ ein Schimpfwort ist. Aber pardon, Madame sind auch konservativ, weil das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe. Aber konservativ ist kein Schimpfwort. Konservativ ist etwas, wer etwas konservieren will, der will ja nur etwas bewahren, was er für gut und richtig empfunden hat. Also ich empfinde konservativ nicht als Schimpfwort. Gut. Aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben und auch nach anderen Dingen, die Sie geäußert haben, zum Beispiel, Sie bezweifeln, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Sie nennen... Aber das hat nichts mit konservativ zu tun. Das kommt, das wollte ich gerade sagen. Sie sagen, dass die Umweltbewegung Fridays for Future eine Umweltsekte sei. Eine Religion. Eine Umweltsekte, haben Sie gesagt. Ja, okay. Dann eine kleine Religion. Dann gibt es Menschen, die sagen, die ist nicht einfach konservativ. Das ist schon ziemlich AfD-nah. Oh Gott, wenn das schon wieder kommt. AfD-nah. Ja, Teufel, komm aus. Ich war immer überall nah. Ich war im Rötlichtmilieu nah. Ich war in der Drogenszene nah. Ich war bei der High Society nah. Ich war immer überall nah. Für mich gibt es keine Grenzen. Man kann überall hingehen. Überall finden Sie Menschen. Wenn ich das schon höre, heutzutage dieses oh, konservativ, geht in die Kirche. AfD, Leugner. Also Kinder, werden wir doch mal wieder normal. In unserem Alter, macht doch das mit den Jüngeren, wenn die sich auf so einen Quatsch einlassen. Aber doch nicht bei uns. Wir sind doch in einer Zeit aufgewachsen, wo jeder mit jedem sprechen konnte. Wo der schwule Onkel in der Familie genauso willkommen geheißen war wie der Onkel und die Tante mit 10 Kindern. Bei uns gab es das nicht. Nein, die Gloria, Gesellschaft war nicht gestimmt. Da muss ich wirklich widersprechen. Die Schwulen vor 30, 40, 50 Jahren wurden zum Teil entsetzlich behandelt.
Vielleicht in ihrer Familie. Ach, von Ihnen vielleicht, nein, aber nicht nein, von mir. Nein, nein, in der Gesellschaft. In ihrer Familie vielleicht nicht. Da ist die Lage, und ich sage Gott sei Dank, nun wirklich eine bessere und eine andere geworden. In der Gesellschaft kann ich das nicht beurteilen, aber bei uns bei in, Ihnen der Familie, in der Familie. Wir reden jetzt von Ihrer Familie. Ja, von unserer Familie. Bei uns wurden Schwulen und Lesben nie anders behandelt. Mhm. Das ist selbstverständlich mit Respekt. Jeder kann für seine Sexualität, aber dass eine, die Sexualität, so wie das heute gemacht wird, ins Fernsehen gezerrt wird, wieder politisiert wird, dass Politik mit dem Schlafzimmer gemacht wird, finde ich unerträglich. Das gehört da nicht rein. Mhm. Also, Sie, wenn ich alles richtig verstanden habe, Gloria, dann stört es Sie, dass man Sie in Schubladen stecken möchte. Sagen Sie, Sie gehören in keine Schublade? Überhaupt sind Schubladen für Menschen schlecht, weil genau was Frau Wagenknecht auch in ihrem Buch lamentiert, ist, dass wir durch diese Identitätspolitik schaffen wir hohe Mauern. Und das, was wir die letzten 40 Jahre erreicht haben, nämlich eine durchlässige Gesellschaft, wo man... Wo jeder mit jedem, wo wir in der Disco zusammen tanzen, wo wir gemeinsam ausgehen, wo wir zusammen diskutieren, plötzlich heißt es, ich weiß nicht, ob man mit den Leuten reden kann. Die sind AfD-nah oder Linke. Linke, ganz schlimm, schrecklich. Ja, also bitte, das ist doch Quatsch. Das ist doch also, wirklich Quatsch. Da dürfen wir nicht mitmachen. Ihr Bruder Alexander sagt, Sie seien einer der freiesten Menschen, die er je kennengelernt hat, und auch eine Art Hofnarrin. Hofnarren hatten ja die Funktion, dass sie alles aussprechen sollen, was andere zwar gedacht, aber nicht ausgesprochen haben. Das ist ganz wichtig. Fühlen Sie sich gut getroffen? Also ich muss sagen, es ist überhaupt heute in Deutschland ganz wichtig. Man muss immer sagen, ich sage selber von mir, bitte nehmen Sie das, was ich sage, nicht so streng ernst. Sehen Sie mich wie eine Kabarettistin. Ich überzeichne. Ich übertreibe. Ich sage Dinge, die vielleicht jemand anders so nicht rausplärren würde. Aber ich anders, man kann doch in keine Diskussion, kein Gespräch reingehen, wenn jeder schon so zugekniffen ist und sich immer wie auf eine Waage legt. Darf ich das jetzt sagen? Darf ich das jetzt nicht sagen? Oh Gott, was passiert? Was sagen die anderen? Hilfe! Also natürlich, also dann lieber Hofnarr, das ist perfekt. Ich fühle mich als Hofnarr genau richtig getroffen. Sie sind... Wir haben es mehrmals schon durchblicken lassen. Ein künstlerisch sehr interessierter Mensch. Sie malen auch selber. Und Sie machen Porträts. Unter anderem sitzt hier jemand, den Sie Sympathie heute Abend schon bekundet haben. Das ist Sarah Wagenknecht. Erinnern Sie sich daran, dass Sie mal von der Fürstin porträtiert wurden? Ja, tatsächlich. Das kann sie nicht wissen. Weil, Sie haben das Foto kann genommen. Sie nicht wissen, das kann sie nicht wissen, weil ich arbeite ja von Fotos. Ah, das wusste ich wiederum nicht. Nein, sie aber das würde ich gerne mal sehen. Diesen Wunsch können wir Ihnen erfüllen. Aha. Bitte schön. Oh. Oh mein ja. Gott. Ich muss allerdings sagen, also ohne dass das einen Zweifel an den künstlerischen Fähigkeiten der Fürstin zum Ausdruck bringen soll, hier im Team meinte man, sie ähnelt, diese Figur ähnelt ein bisschen mehr mir als Sarah Wagenknecht. Das würde ich aber jetzt doch in Abrede stellen. Ja. Also ich hätte mich sofort erkannt. Okay. Das ist ja schon mal sehr gut. Das war für eine kleine Ausstellung, die ich für Freunde gemacht habe in Berlin. Und da habe ich eben Protagonisten gewählt, die aus meiner Sicht jeder kennen muss. Und so habe ich das dann. Und was muss man machen, wenn man sich von Ihnen porträtieren lassen will? Kann man sich bewerben bei Ihnen? Eigentlich ist es schwierig, weil ich habe das gemerkt, das ist nichts. Ich muss das selber wollen. Also natürlich, wenn Sie sagen, mach mal ein Bild von mir, male ich das selbstverständlich. Und sagen, aber, oh Gott, welche Bürde, aber Sie würden es machen. Nein, nicht keine Bürde, aber es ist einfach schwierig, weil... Es ist ja so, ich bin keine Auftragsmalerin in dem Sinn. Aber natürlich, ich kann mich auch zusammenreißen. Verkaufen Sie die Bilder auch? Selten. Selten. Und wenn Sie sie verkaufen, was erzielen Sie für Preise? Ich weiß es nicht mehr. Weil das habe ich nicht selber gemacht. Das habe ich dann jemanden an. Ich habe gehört, um die 2000 Euro. Tatsächlich? Ja. Mhm. Das ist ja schön. Wäre ja schön, wenn was bei mir unten ankommt. Sie haben doch nächste Woche, glaube ich, Geburtstag, oder? Nee, ist noch ein bisschen näher. Aber es wäre doch eine Idee für Oskar, dieses Bild. Ich guck mal. Er guckt das ja bestimmt jetzt. Nein. Das würde ich Ihnen selbstverständlich schenken. Hey. Nein. Das wird nicht gemacht, nein.
Gloria, ich fand es sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Und wo Sie sagen, okay, da habe ich wirklich jeden Tag ganz anders wahrnehmen müssen als in gesundem Zustand, aber dass Sie das dann rückblickend sagen können. Weil ein bisschen ist es natürlich auch so, das habe ich mich jetzt schon gefragt, wenn man so das normale Leben lebt, da gehen die Tage ja auch manchmal so weg. Und als wäre das oft ein Tag. Weiß man gar nicht mehr, also auch so manchmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, was habe ich da eigentlich gemacht? Und man beachtet zu wenig, wie die Tage vergehen. Ja. Und Sie sind jetzt einfach gezwungen, jeden Tag anders wahrzunehmen, aber natürlich aus einer Situation heraus, die nicht schön ist. Und deswegen, also ich hoffe sehr und ich wünsche Ihnen das wirklich von Herzen, dass das irgendwann mal eine Etappe in Ihrem Leben ist, auf die Sie zurückblicken können und die dann sogar etwas gelernt hat, wo Sie etwas gelernt haben und wir alle vielleicht auch etwas gelernt haben. Das ist absolut der täglich grüßte Murmeltier. Ja, aber es ist tatsächlich, also mich hat es daran erinnert, dass man viel stärker, gerade wenn man nicht diese Not hat und diesen Druck hat, viel stärker wirklich beachten sollte, wie Tage vergehen, was man mit seiner Zeit anstellt. Also ich habe mich das irgendwann auch mal gefragt, wo dann so bestimmte Stresszeiten waren und man so merkt, also da ist ein Jahr weg, zwei Jahre weg. Was hat man da eigentlich bewegt? Was hat man erreicht? Was hat man seinen eigenen Ansprüchen auch? Ja. War das gerecht? Ist das noch gerecht geworden, was man da gemacht hat? Oder ist nicht einfach Lebenszeit weggeflossen, ohne dass man wirklich etwas daraus machen konnte? Das wollte ich Sie gerade fragen. Also wir haben Sie waren ja auch häufiger schon hier. Dann haben wir mitbekommen, wie Sie ein wichtiges Amt abgegeben haben, den Fraktionsvorsitz Ihrer Partei, die Linke. Und dann haben Sie bekannt, dass Sie einen Burnout hatten. Ich glaube, viele fragen sich jetzt, wie es Ihnen eigentlich geht. Haben Sie wieder zu sich gefunden? Sind Sie wieder bei Kräften? Inzwischen geht es mir wirklich wieder gut, weil ich eben auch einen anderen Lebensrhythmus gefunden habe. Also damals war ich nicht mehr wirklich bei mir, wenn ich das mal so sagen darf. Wie äußert sich das, wenn man nicht mehr bei sich ist? Ja, dass man funktioniert. Man macht Dinge, die man machen muss. Also ich meine, als Fraktionsvorsitzender hat man bestimmte Aufgaben. Wenn es dann schwierig ist im eigenen Laden, hat man sehr viel damit zu tun, auch Konflikte zu balancieren. Und ich hatte eben damals gemerkt, ich komme nicht mehr dazu zu lesen. Ich komme schon gar nicht mehr dazu zu schreiben, was für mich immer wichtig war. Also Artikel zu schreiben, Bücher zu schreiben. Ich meine, die meisten Politiker können deshalb keine eigenen Bücher schreiben, weil sie keine Zeit dazu haben. Also das ist schon ein Problem. Und so wollte ich nie werden. Ich wollte nicht so eine Maschine werden, die irgendwie nur noch abarbeitet, jeden Tag eine Terminliste von früh bis abends, dann abends völlig erschöpft ist, am nächsten Tag geht's weiter, weil dafür bin ich ja nicht in die Politik gegangen. Ich will ja was bewegen. Sie haben das mal sehr dramatisch beschrieben. Also der Tag, an dem Sie gemerkt haben, so geht es nicht mehr, konnten Sie einfach morgens nicht mehr aufstehen. Ja, also ich bin schon noch aus dem Bett gekommen, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, nach Berlin zu fahren und Termine zu machen. Also ich merkte irgendwie, ich bin innerlich leer. Und wenn man in der Politik ist, man möchte ja andere Menschen überzeugen. Und da muss ja eine Ausstrahlung dahinter stehen. Da muss ja etwas rüberkommen. Und wenn man ausgebrannt ist, passiert das nicht mehr. Und ich glaube, dass tatsächlich auch viele, natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Politikern. Manche fühlen sich vielleicht auch wohl in dieser Situation. Aber es ist tatsächlich ein Problem, wenn Politik so vereinnahmend ist, vor allem mit Dingen, die nicht sehr produktiv sind. Gut, dass man keine Zeit mehr hat, neue Ideen zu entwickeln. Das haben aber, glaube ich, viele Politikerinnen und Politiker und auch viele andere Menschen in Berufen. Aber kann es sein, dass ein wichtiger Grund für diese Erschöpfung, diese ganz grundsätzliche Erschöpfung auch darin lag, dass es eine Zeit lang für Sie so unerfreulich war, nach Berlin zu fahren und sich mit Ihren Genossinnen und Genossen auseinanderzusetzen. Hat das eine Rolle gespielt? Es gab immer beides. Also es gibt in der Linken ganz viele, die mich unterstützen. Deswegen bin ich ja auch in der Linken und deswegen wünsche ich mir ja auch, dass sie wieder stärker wird, als sie derzeit ist. Weil ich schon sehe, dass es in diesem Land ein stärkeres Korrektiv braucht. Also ich meine, wir haben jetzt diese Corona-Zeit gehabt. Wir haben immense Staatsschulden. Und ich mache mir große Sorgen, wem die Rechnung präsentiert wird, wenn die Wahl erstmal vorbei ist. Und meine Sorge ist, das wird wieder die Mittelschicht sein. Das werden die Normalverdiener sein, vielleicht sogar Geringverdiener.
Und da muss es eine politische Kraft geben, wenigstens eine, die dem wirklich entgegensteht. Und zum Beispiel ist es so, meine Partei, da würde ich bis heute eindeutig die Hand dafür ins Feuer legen. Wir würden nie einer Rente mit 68 zustimmen oder anderen sozialen Verschlechterungen. Und deswegen ist es mir schon ein Anliegen, mich zu engagieren. Aber es ist richtig, es gab eben auch und gibt nach wie vor ziemlich viele eben sehr unproduktive Auseinandersetzungen. Es gibt einen Teil des linken Spektrums, der sich in eine Richtung entwickelt hat, übrigens nicht nur in meiner Partei, auch genauso in der SPD, in anderen europäischen Parteien, denen es gar nicht mehr wirklich primär um soziale Gerechtigkeit geht, sondern das sind dann ziemlich abgehobene akademische Debatten, die geführt werden, die an der Lebensrealität normaler Leute völlig vorbeigehen. Auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, das ungemein erfolgreich ist. Das war wochenlang jetzt schon ganz vorne in den Bestsellerlisten, auch auf Platz 1. Im Moment sind Sie auf Platz 2. Haben Sie mit dieser Resonanz eigentlich gerechnet, mit dieser positiven, mit diesem Erfolg? Also wenn man ein Buch schreibt, wünscht man sich natürlich Resonanz. Aber das ist so viel, und zwar wirklich aus einem ganz breiten Spektrum der Bevölkerung, so viel positive Rückmeldung bekomme. Ja, das hat mich dann schon sehr positiv überrascht, weil es ist wirklich unglaublich. Also ich bekomme ja jeden Tag Berge von Mails. Und es gibt eine wiederkehrende Formulierung tatsächlich, dass mir Leute schreiben, sie sprechen mir aus der Seele. Also dass viele auch sagen, ja, das habe ich so diffus empfunden, aber ich konnte das nie so wirklich formulieren. Und ich glaube deswegen, das Buch ist natürlich so ein bisschen auch, ja, sehr viele Menschen machen sich ja Sorgen darum, wo unser Land hindriftet, dass die sozialen Spaltungen, aber auch die kulturelle Spaltung immer tiefer wird. Aber emotionalisiert hat, glaube ich, was anderes die Leute, nämlich die sehr, sehr harte Kritik, die sie dran äußern, wie sich Teile der Linken entwickelt haben. Da meine ich nicht nur ihre Partei, sondern überhaupt, die sich kümmert, ganz stark kümmert um den Feminismus, um den Antirassismus, auch um die Klimapolitik, aber die sozialen Probleme weitgehend außer Acht lässt. Sie beschweren sich darüber, dass die Linke und die SPD, steht nahezu wörtlich in ihrem Buch, die AfD stark gemacht haben, die inzwischen die führende Arbeiterpartei ist. Das ist schon harter Tobak für diejenigen, die ihre Genossinnen und Genossen sind. Und sie schreiben selber im Vorwort, ich tue, das Buch zu schreiben, das in dem Wissen, dass ich nun ebenfalls gecancelt werden könnte. Cancel Culture ist etwas, was man, glaube ich, erklären muss. Das ist so dieses Bestreben, so eine bestimmte Strömung innerhalb der Linken, die sagt, das, was rassistisch ist oder was in irgendeiner Form spaltet und oder Minderheiten diskriminiert, sollte zum Schweigen gebracht werden oder rausgedrängt werden aus Positionen, die Macht haben. Genauso ist es ja auch gekommen, wie Sie es vorhergesehen haben. Es gab Menschen in Ihrer Partei, die gleich ein Ausschlussverfahren angestrebt haben aus Ihrer Partei. Das ist abgelehnt worden. Aber haben Sie das erwartet oder war das für Sie eine zusätzliche Verletzung in einer langen Geschichte von Wunden, die Sie ohnehin schon abbekommen hatten? Ja, es ist ein bisschen symptomatisch, einfach für die Diskussionskultur oder den Mangel an Diskussionskultur, den wir heute haben, und auch den Mangel an Toleranz. Also das Thema hatten wir ja vorhin. Sicherlich haben wir in vielen Fragen unterschiedliche Meinungen, aber man kann doch respektvoll über diese Fragen diskutieren. Und ich finde, dieser Respekt fehlt zunehmend, sondern es werden tatsächlich, und das empfinde ich auch so, Schubladen aufgemacht, in die Leute reingesteckt werden, wo sie auch nicht reingehören. Also ich meine, wenn jemand mich als Rechte oder als Nazi beschimpft und auch andere, also nur weil man bestimmte Glaubenssätze nicht teilt, dann ist das einfach absurd und das vergiftet das Klima. Und es meines Erachtens verharmlost es echte Rechte und echte Nazis und Neonazis, die es ja gibt. Also ich meine, die gibt es leider in unserem Land. Es gibt ja durchaus auch eine rechtsradikale Szene, die gewalttätig ist. Und sag mal, auch der Begriff Rassismus. Mein Rassismus bedeutet für mich, dass ich Menschen herabsetze aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist Rassismus.
Aber das, was heute alles unter Rassismus verstanden wird, ist ja schon, wenn jemand, der eine weiße Hautfarbe hat, sich zum falschen Thema äußert, dann wird schon gesagt, er ist ein Rassist. Oder wenn jemand freudig erzählt, als Kind hat er gern Indianer gespielt, dann ist das auch schon irgendwie in der Nähe, also der äußersten Rechten. Und man muss sich dafür entschuldigen, zumindest wenn man Mitglied der Grünen Partei ist. Also das ist absurd. Was hat das Ihrer Meinung nach für eine Wirkung auf Leute, die nicht zu unseren Milieus zählen, also Politiker, Journalisten? Was hat das für eine Wirkung? Na, es hat die Wirkung, dass Menschen wirklich Sorge haben, sich zu äußern. Also es gibt ja jetzt eine Umfrage von Allensbach, die finde ich erschreckend. Also wenn 44% in einem liberalen Land sagen, sie haben Sorge, ihre Meinung zu sagen, dann geht es ja hier nicht darum, dass möglicherweise irgendein Holocaust-Leugner daran gehindert wird, den Holocaust zu leugnen. Das finde ich absolut richtig, dass sowas kriminalisiert wird. Sondern dann geht es ja darum, dass Menschen, die einfach auch nicht unbedingt sich in diesem akademischen Milieu bewegen, die auch vielleicht aus tiefster Überzeugung diese Genderstotterei und auch diese ganzen Sprachungetüme, die man heutzutage dann als angeblich fortschrittliches Sprechen verklärt. Also dann gibt es eben nur noch Wählende und keine Wähler mehr. Wenn jemand das nicht mitmacht, dann wird er schon irgendwie moralisch schräg angeguckt. Oder wer gerne Nackensteaks grillt oder seinen Dieselwagen fährt. Das ist einfach eine völlig bekloppte Debatte. Und außerdem ist es auch eine Debatte unter Privilegierten. Das muss man immer wieder sagen. Weil das, was da verklärt wird, dieser Lebensstil, den muss man sich ja leisten können. Also wenn ich eine teure Wohnung in der Innenstadt bezahlen kann, dann kann ich viel mit dem Fahrrad machen. Aber haben Sie kein Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen mit unserer Sprache möglichst viele mitnehmen, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt durch ein Geschlecht, das nur eine bestimmte Gruppe meint? Ja, aber das ist ja genau der Anspruch, der nicht eingelöst wird. Man nimmt nicht Menschen mit, man grenzt Menschen aus, weil all diejenigen... Sie meinen die, die das nicht mitmachen wollen? Ja, also erstmal ist eine Mehrheit tatsächlich der Meinung, dass sie das nicht wollen. Und ich finde auch Medien und Journalisten sollten nicht immer sich als irgendwie Erziehungsbeauftragte verstehen von Menschen, sondern das sollte man akzeptieren. Also wegen mir kann ja jeder sprechen, wie er will. Also wer gendern möchte, der soll das tun. Aber es hat ja jetzt so etwas Missionarisches. Also so irgendwie, wer das nicht macht, der ist vielleicht ein Frauenfeind oder mindestens jemand, der Transgender-Menschen nicht akzeptiert. Und das halte ich für absurd. Ich finde auch, das ist eine Symbolpolitik. Also meiner Überzeugung nach ist es eine große Errungenschaft, dass heute tatsächlich eben Menschen, die homosexuell sind, die anders leben, dass die sich offen zeigen können. Das war wirklich früher nicht so. Also das würde ich schon auch nach meinen Erlebnissen, ich bin nun als Kind zumindest im Osten aufgewachsen, aber das war schon mal ein anderer Umgang. Natürlich. Das ist eine Errungenschaft. Aber ich finde, jetzt kippt das so in das Gegenteil, dass man sich fast schon entschuldigen muss, wenn man normal ist, also wenn man Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, dass man sich da schon rechtfertigen muss, dass man da keine Anerkennung mehr dafür bekommt. Und das kann nicht sein. Und das stärkt auch die Rechten. Aber was heißt Entschuldigung? Diese gewisse Normalität wird in Frage gestellt. Also man muss sie einfach noch mal beweisen können, dass das Normale normal ist. Was ist daran normal, dass man andere Lebewesen ist? Das ist eine aktuelle, wichtige Frage. Das Normale ist ja eigentlich, also mal ein Synonym, nicht für Standard oder für etwas Besseres, sondern für mich ist normal das, was die Mehrheit lebt. So, und ich finde, das ist mindestens genauso akzeptabel wie der Lebensentwurf von Minderheiten. Also das muss doch auf einer Ebene sein. Und deswegen finde ich, wer eben sein Lebensideal darin sieht, eine klassische Familie zu gründen, Mann und Frau und Kinder, der sollte genauso wenig dafür irgendwie herabgesetzt werden, wie jemand, der eben zum Beispiel ein homosexuelles Leben führt. Das ist doch, muss doch auf einer Ebene sein. Die beiden kennen sich, glaube ich, auch schon. Sie haben auch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe gelesen, dass Sie bei einer Veranstaltung teilgenommen haben mit Wladimir Kamina, die hieß, im Sozialismus gab es keinen Sex. Sind Sie da hingegangen in Kenntnis dieses Titels oder sind Sie da einfach nur reingestolpert? Nee, ich kannte natürlich auch sein Buch. Und, gut, das Thema war jetzt nicht ausschlaggebend. Wir waren, glaube ich, das war in diesem verheißungsvollen Jahr, als die westdeutsche und die ostdeutsche Linke sich vereinen wollte. Ja, ich glaube, es war 2009. Also da waren wir schon zusammen. Aber die Linke tatsächlich eben wirklich eine Kraft. Also wir hatten damals fast 12% bei der Wahl dann auch bekommen. War danach.
Und das ja, ich war eben jung, ganz romantisch und habe damals diese Bewegung unterstützt. Okay, aber man muss in der Vergangenheit. Mal, wenn ich vielleicht noch mal einen wichtigen Aspekt rausgreifen darf von Frau Wagenknecht, ist, dass sie im Grunde genommen sagt, wir lassen uns mit dieser Identitätspolitik ablenken von den echten Problemen. Und wenn die Sozialisten oder die Linken, wie sie heute heißt, oder aber auch wir, ich, katholisch, man muss an die armen Menschen denken. Man muss denken an die Menschen, die es eben nicht so gut haben wie die Leute, die sich die schöne Stadtwohnung leisten können. Eben, wenn ich am Land wohne und in die Stadt fahren muss. Wenn ich eben nur den Diesel habe. Ich kann doch nicht jetzt einfach enteignet werden und mein Diesel muss stehen bleiben, weil ich das Elektroauto kann ich mir eben nicht leisten. Abgesehen davon sind Elektroautos mitnichten umweltfreundlicher. Das ganze Thema mit der Batterie ist nicht gelöst. Das ganze Thema mit dem Strom ist nicht gelöst. Wir haben ja die Kohlekraftwerke. Wir kaufen den Atomstrom von unseren Nachbarn. Also gut, da also sind noch viele. Aber sie sagt eben, wir lassen uns ablenken mit identitätspolitischen Krimskrams und vergessen dabei die Menschen, die es wirklich nötig haben, für die wir Advocatus sein sollten und denen wir helfen sollten. Also die Energiepolitik, glaube ich, das ist wirklich noch, auch noch mal ein gesondertes Thema. Aber wenn wir zu den harten Themen kommen, dann gibt es, glaube ich, schon einen Punkt, wo Sie beide, Gloria und Frau Wagenknecht, sich wirklich unterscheiden. Nämlich Sarah Wagenknecht findet dieses Erbrecht, so wie es jetzt besteht, unanständig. Sie hat mal ich bin für eine Leistungsgesellschaft. Also ich finde, jeder Mensch, also erstens sollte wirklich jeder gleiche Chancen haben, mit einem, wenn er sich anstrengt, wirklich auch ein gutes Leben zu führen. Das ist heute nicht mehr so. Also Sie hatten vorhin ja den Disput, was war früher besser? Und da gibt es zum Beispiel eine Zahl, die finde ich ziemlich beeindruckend. Also in den 80er Jahren der Altbundesrepublik, da war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind armer Eltern wieder arm wird, bei 40%. Das war immer noch über dem Durchschnitt der Bevölkerung, aber es waren nur 40%. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus armen Verhältnissen wieder arm ist, 70%. Das heißt, wir haben im Grunde eine Art Refeudalisierung. Also wir haben immer gesagt, wir sind so liberal und die Gesellschaft ist so offen. Nein, immer stärker bestimmt die Herkunft darüber, was aus jemandem wird. Und natürlich bestärkt das Erbrecht das in besonderer Weise, weil wer gleich irgendwie ein Millionenvermögen oder gar mehrere hundert Millionen erbt, der kann, wenn er das will, von den Erträgen des Vermögens leben. Der muss eigentlich sich nie selber anstrengen. Sind Sie dann auch der Meinung, dass alles, was über eine Million hinausgeht und vererbt wird, zu 100% besteuert werden sollte? Also ob man jetzt bei einer Million, also ich finde, dass die Eltern durchaus ein Recht haben, zum Beispiel, ja, heutzutage sind natürlich die Werte ganz anders. Also wenn man ein Einfamilienhaus hat, was in der Nähe von Stuttgart oder München liegt, ja gut, also mit einer Million kann man gerade noch vielleicht dann die Baracke im Garten mit vererben. Also das ist ja leider heute wirklich inflationiert, also die Preislage. Soweit würde ich jetzt nicht bei einer Million, aber ich finde schon bei Vermögen, wenn es um 10 Millionen, 100 Millionen geht, wäre ich dafür, da ein anderes Erbrecht einzusetzen. Und ich finde vor allem wichtig, und das ist für mich ein interessanter und wichtiger Aspekt, es wird ja immer gesagt, das sind ja eigentlich die ganz großen Vermögen, sind ja Betriebsvermögen. Und da, finde ich, sollten wir schon nachdenken, ob es hier nicht ein anderes Recht geben sollte. Also es gibt eine ganz interessante Initiative von Unternehmern, die fordern ein Verantwortungseigentum. Und Verantwortungseigentum heißt, das Unternehmen gehört immer denen, die im Unternehmen arbeiten. Und nicht sozusagen ist nicht verkäuflich, ist nicht vererbbar und kann aber eben auch nicht an Finanzinvestoren oder Hedgefonds verschleudert werden. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges, weil ich sehe zurzeit den deutschen Mittelstand vielfach entweder an chinesische Staatsfonds oder an Finanzinvestoren an aller Welt wird das verkauft, weil es teilweise keine Erbfolge gibt, also keine geeigneten Nachfolger oder willigen Nachfolger. Und ein solches anderes Eigentumsrecht würde tatsächlich das Erbrecht, da würde das gar nicht mehr so die Rolle spielen. Bis vorhin würden Sie mitgehen und wo würden Sie energisch widersprechen? Sie haben ja einen Vermögenswert, der nun weit über 10 Millionen... Was mir ein Anliegen wäre, zu sagen, es gibt Menschen, die sind so tüchtig, dass sie während ihrer Schaffenszeit für 3 oder 4 Generationen mitschaffen können, weil sie einfach so genial sind im Geldverdienen. Und natürlich müssen deren Kinder auch erben dürfen, aber sie erben natürlich auch Verantwortung. Denn natürlich kann man das Erbe sofort verblöden.
Aber wenn man kann das Erbe auch noch wachsen lassen. Das heißt, man gibt anderen Menschen Arbeit, man konsumiert. Das geht ja zurück in die Volkswirtschaft. Das Geld kann man ja nicht essen, sondern reiche Leute geben ja das Geld auch aus, schaffen Arbeitsplätze. Also ich würde, sagen wir mal, den Erben an sich nicht so sehr belasten, damit er die Chance hat, auch aus seinem Erbe was zu machen. Ich habe es ja selber gesehen, wir haben ja auch geerbt aus einer historischen Familie. Und es war ein sehr schwieriges Erben. Und mir ist es gelungen, dieses schwierige Erbe wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und damit geben wir vielen Menschen Arbeit und sind ein Attraktionspunkt in Regensburg. Zu uns kommen die Besucher, das Schloss ist schön hergerichtet, da wird Geld reingesteckt, ohne dass wir den Staat da zur Kasse bitten müssen. Also das sind private Initiativen, sind immer gut. Wo ich Frau Wagenknecht recht gebe, ist natürlich das, was sie, den Finger, wo sie, den sie in die Wunde legt, ist, wir haben jetzt unsere, die Sklavenarbeit ist praktisch dahin verlagert worden, wo die Menschen für einen Hungerlohn arbeiten. Warum darf eine Jeans 10 Euro kosten? Das ist ein Unding, dass die Kinder heutzutage, gerade bei Textilien, die mit so viel umweltschädlichen Chemikalien hergestellt werden, dass die heutige Generation ist erzogen, Sachen einfach wegzuschmeißen. Weil das T-Shirt hat ja sowieso nur 5 Euro gekostet. Also alles muss so billig. Ja, wo kommen denn diese billigen Sachen her? Die kommen natürlich aus Bangladesch. Ja, da kann ich natürlich zynisch sitzen und sagen, ja gut, dafür müssen diese Kinder jetzt nicht auf den Strich gehen. Sie arbeiten jetzt in der Textilfabrik. Ja, was ist denn das für eine Weltanschauung? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Dieses einfach die Grenzen öffnen und die schlechte oder schwierige Arbeit einfach in arme Länder zu verlagern, ist ja keine Lösung. Damit haben wir Ich habe jetzt einen ganz undankbaren Part. Ich muss nämlich leider das abbrechen, ja, weil unsere Zeit vorüber ist. Ich bin aber gespannt, ob der Tag kommen wird, an dem Sie sich gemeinsam in einer Bewegung, Partei oder Bürgerinitiative engagieren. Das Schlimme ist, es hat überhaupt keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn, weil die Menschen, die Mächte, die hier am Werk sind und die das alles schon organisiert haben, es ist zu spät. Ah, das glaube ich nicht. Also da wäre ich wirklich überzeugt, wir müssen was ändern. Weil wenn das so weitergeht wie jetzt, mache ich mir wirklich größte Sorgen. Also ich meine, in den USA wäre wahrscheinlich Donald Trump immer noch an der Macht, wenn die Corona-Krise nicht gekommen wäre. Und Vergleichbares ist in Europa nicht ausgeschlossen. Also in Frankreich ist Le Pen, also Marine Le Pen, die Chefin einer rechten Partei, die mit der AfD vergleichbar ist, in bester Position, die nächste Präsidentin zu werden. Und wenn die AfD es irgendwann mal schafft, nicht ganz so blasses und farbloses Personal aufzubieten wie jetzt, hätte ich große Sorgen, dass sie auch hier wesentlich... Aber Donald Trump hat doch die Arbeitskräfte. Donald Trump war der Erste, der auf internationaler Ebene gesagt hat, wir müssen wieder Arbeit zurück nach Amerika holen. Und er war der Erste, der das Thema China überhaupt angesprochen hat, weil die Amerikaner hatten sich ja total an die Chinesen verkauft. Oh ja, das wäre ein super, ja, aber er hat trotzdem die soziale Thema Spaltung auch weiter vergrößert. Das Kapital verliert sich in seinen Widersprüchen. Das die Kapital Revolution verliert sich in seinen Widersprüchen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie bei sich. Vielen Dank.